jetzt. Also, stehen bleiben, oder? Also stimmt. Was halten Sie denn davon, dass Sie jetzt das so in Ruhe betrachten können? Ja, das ist meine erste Eröffnung, bei der ich total gelassen bin, weil ich in keinerlei Verantwortung stehe. Das ist auch mal eine neue, sehr angenehme Erfahrung. Und zufrieden mit dem Ganzen, wie es gekommen ist? Ja, ich habe jetzt die Strecke im Endzustand noch nicht gesehen, weil ich die letzten Wochen nicht heraus war. Bin aber während der Bauzeit ein paar Mal heraus gewesen und denke, das ist wie alles, was wir in den letzten Jahren gebaut haben, ein durchdachtes und gut gestaltetes Projekt. Die gute Gestaltung wird sicher erst dann sichtbar, wenn auch die Grünpflanzung fertiggestellt ist. Also da muss man sich ein bisschen noch gedulden, auch bis das Rasengleis dann mal wirklich grün wird. Aber dann wird man sehen, dass es eine Bereicherung ist, auch für das Umfeld. Ja, eine lange Geschichte. Das Volk jubelt. Auch dieses Grundstück am Ende der Autobahn und Ende des Mittleren Rings mit umfasste, dass dort eine Bebauung auch noch vorgesehen ist. Also auch dort werden noch viele Menschen künftig ihr Ziel haben oder den Ursprung ihrer Reise haben, um die Straßenbahn zu benutzen. Und deswegen wird diese Haltestelle Vogelweideplatz mit Sicherheit spätestens in 2 Jahren hier extrem gut frequentiert sein. So, jetzt ist genug. Okay, schnipp, schnapp. Achtung. 3, 2, 1 und los geht's. Was also hier den Auftakt markiert, eigentlich den künftigen Stadteingang. Dazu gibt es ja auch wunderbare Modelle und Fotomontagen und wir sind auch sicher, dass wir den öffentlichen Teil, den Straßenraum im nächsten Jahr dann so herstellen. Hier gab es natürlich intensive Abstimmungsnotwendigkeiten und natürlich kann man, wenn der Platz begrenzt ist, nicht gleichzeitig bauen. Und das ist auch der Grund, warum wir in dem Bereich hier nicht jetzt schon komplett fertig sind, weil die Kollegen da drüben natürlich auch Platz brauchten. Auch bedanken nach der GWG dürfen wir uns bei den Kollegen vom Abfallwirtschaftsbetrieb, jetzt dann gleich auf der rechten Seite der Strecke. Auch da hat man natürlich intensive Gespräche zu führen, wie deren Betrieb während der Bauzeit und auch im Zielzustand dann optimal funktioniert. Lag wesentlich höher, musste natürlich erstmal komplett hergerichtet werden. Und im Übrigen haben wir hier die Planung der Stadt München auch umgesetzt, diesen Verkehrsknotenpunkt gleich komplett anzupassen, bessere Haltestellen für den Bus und das Umsteigen zu organisieren und damit auch den Zugang einerseits zur S-Bahn, jetzt in Fahrtrichtung rechts von uns und dann in Richtung der Arbeitsplatzschwerpunkte hier, namentlich Süddeutscher Verlag und andere Mieter, sicherzustellen und dann können Sie sich gleich am Endpunkt ein Bild davon machen, wie das aussieht. Das besiegt Sie noch. Eine Durchsage an die Fahrgäste, Linie 25. Bitte beide nochmal in die Mitte. Kriegen wir noch einen Daumen oder irgendwas? Jawohl, den Daumen. Herr Obey, wollen Sie einen kleinen Schritt nach vorne machen, weil Sie ansonsten in seinem Schatten stehen? Perfekt. Ein kleiner Schritt für den Daumen und ein großer Schritt für München. Los. Okay. Sehr schön. Mal ein Hochformat raus. Wunderbar. Es ist ein schöner Tag heute hier. Das Wetter passt zu einer schönen Aktion, nämlich zur Eröffnung der Jungfernfahrt einer verlängerten Linie 25 hier nach Steinhausen. Das ist ein weiteres Mosaiksteinchen in unserer öffentlichen Nahverkehrsstrategie. Wir brauchen neben U-Bahnen und S-Bahnen, die noch mehr Menschen fördern können, natürlich auch oberirdische Verkehrsmittel, eben wie Bus und vor allem auch Trambahn. Wie man an der großen Beteiligung der Münchnerinnen und Münchner hier sieht und auch vor Ort gesehen hat, ist die Tram ein sehr, sehr beliebtes, ein typisch münchnerisches Verkehrsmittel. Deswegen freut es mich, dass es heute wieder gelingt, ein paar Kilometer weitere Trambahn in Betrieb zu nehmen.
Es wird nicht die letzte Trambahn in dieser Stadt sein, jedenfalls wenn es nach mir geht. Ich glaube, dass es einfach eine sinnvolle Ergänzung ist zu U-Bahn und S-Bahn und Bussystemen. Auch die Trambahn einfach, die seit Weißviertel und der Linie 8 einfach das beliebteste Münchner Verkehrsmittel ist, nach vorn zu bringen. Und was lädt man die München ein, jetzt hier mal das hier jetzt im Osten auch kennenzulernen, oder? Naja, also wer gern, also ganz ehrlich, wer sich einfach nicht gezwungen und maßen und gehetztermaßen vorwärts bewegen möchte, der ist mit der Trambahn natürlich wirklich gut bedient. Ach so, ja. Denn es macht unglaublich Spaß, Trambahn zu fahren. Man sieht überall was und man kann wirklich in aller Ruhe auch mal hier herfahren. Ich glaube, die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung werden hier jeden Tag fahren mit dieser Trambahn, weil sie nämlich gleich neben uns sind. Diese Erschließung des Stückchens Osten, die wir hier erleben, ist einfach wichtig, damit die Anbindung an die Innenstadt weiterhin noch besser wird. Und ich kann nur jeden einladen, einfach mal eine Probefahrt zu machen. Ich gehe davon aus, dass diese Trambahnlinie sehr erfolgreich sein wird. Ich fahre so gern Tram, aber heute war was Besonderes. Das ist auch eine schöne Strecke jetzt, ne? Ja, absolut. Die geht jetzt bis Grünwald, oder? Bis Grünwald. Sind Sie, wie viele Kilometer ist denn das ganze Stück, oder? Das sind jetzt einfach 1,3 Kilometer. Die Verlängerung, aber die Gesamtlinie ist dann? Ist dann bis nach Grünwald, weiß ich gar nicht. Zehnmal zählen. Ich fahre es immer einfach nur gerne. Was ist der schönste Teil der Strecke? Hinten nach Grünwald raus. Durch den Wald, durch die Villen, bei den Promis vorbei. Ich muss Obacht geben, ich kann nicht immer schauen. Neubaustrecke von 1,3 Kilometern für den Fahrgast, aber ein neues Angebot über eine Länge von 2,7 Kilometern anzubieten, weil die Strecke in der Einsteinstraße heute bis morgen, genauer gesagt, ja nur dazu dient, Trambahnen zum Einsatzort zu bringen und auch wieder zurückzuführen. Damit wird in der Tat eine hohe Einwohnerzahl von der Trambahn neu erschlossen. Was man vielleicht auch noch mal hervorheben kann, ist die kurze Zeit, in der dieses Projekt abgewickelt wurde. Die Pläne wurden im Jahr 2012 vorgestellt und dann 4 Jahre später geht diese Tram in Betrieb. Das ist in der Tat, der Herr Oberbürgermeister hatte das schon angedeutet, ein sehr gutes Benchmark. Ob wir das bei allen Trambahnstrecken erreichen, von der ersten Vorstellung der Pläne bis zur Realisierung nur 4 Jahre zu brauchen, das wage ich aber eher zu bezweifeln und da möchte ich auch die Früchte wieder etwas tiefer hängen. Grundsätzlich sehe ich das aber so, dass München eine sehr gute Entscheidung getroffen hat, als München sich dagegen entschieden hat, wie Hamburg oder Berlin-West, die Trambahn stillzulegen und nur noch alleine auf Bus und U-Bahn zu setzen. Die Trambahn bringt viele Vorteile. Sie ist kostengünstiger als eine U-Bahn. Sie ist aber sehr viel leistungsfähiger als ein Bus. Wir werden demnächst in München mit Zügen fahren, die 48 Meter lang sind. Der längste Bus, den wir einsetzen, ist der Buszug. Der ist 23, 24 Meter lang. Da sehen Sie also, die Trambahn bringt da erhebliche Vorteile. Und wie gesagt, sie bringt nicht die Kosten einer U-Bahn mit sich. Und ich möchte auch dafür werben, dieses Thema sehr, sehr nüchtern zu betrachten. Auch wenn wir natürlich im Detail bei der einen oder anderen Trambahn-Neubaustrecke sehr intensiv
darüber diskutieren müssen, wie wird die Oberfläche denn dann aufgeteilt zwischen allen Verkehrsarten, zwischen dem notwendigen Grün, das eine solche Straße auch noch haben sollte, und eben der Trambahn. Sie werden das sehen, wenn wir auf der Strecke sind. Wir haben unser Ziel pünktlich erreicht, aber es ist noch nicht alles fertig. Das ist aber ganz normal. Sobald die Strecke befahrbar ist, sobald die Fahrgäste einsteigen können, fahren wir. Viele Dinge, die dann später kommen, werden wir dann auch nachziehen. Dazu gehören noch Maßnahmen im Straßenbau an der Truderinger Straße beispielsweise und auch noch die gesamte Bepflanzung. Auch das kommt entsprechend später.